Willkommen zurück zu Let's Play, Star Revenge, 1.5, Star Takeover Redone 2.0, okay. Also, ich weiß zwar nicht, wie es letztes Mal war, aber ich glaube, mein Mikrofon war nicht so toll. Ist egal, wir sind jetzt wieder hier, wir haben jetzt Narrow Path of Empty Gracia. Keine Ahnung, ich habe gerade festgestellt, dass mein Mikrofon sich wieder verstellt hat. Also, beziehungsweise, manchmal verstellt sich's von selbst. Narrow Path of Mrs. Gracia. Ach Gott, ich weiß schon gar nicht, was war. Das ist schon wieder Wochen her, wo ich gespielt habe zuletzt. Wie weit war ich denn da oben? Was war denn da wieder? Ah, ist egal. Ich gehe da, glaube ich, gescheitern auf. Okay, das ist schon jedenfalls nicht das, was ich wollte. Halt, stopp. Da war doch was hier. Ich soll herkommen, wenn ich so und so viel Sterne habe. Sorry, I won't open. Okay, vergiss es. Ich habe schon jetzt keine Lust mehr. Eieieiei! Also, Leute, jetzt bist du mal da wieder. Wegen. Narrow of Empty Gracia. Ist ja wurscht, wir finden den Stern. Ich weiß, hier war irgendwas Fieses mal. Also ich glaube, da war irgendwas Fieses. Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Wow, da fehlt jetzt ein normaler, ich laufe mal irgendwo hin, Stern. Und danach kommen ein Fliegerstern und einmal rote Münzen, ne? Das ist die Brücke. Also wie man sieht, so viel wüsste ich jetzt schon gar nicht hier noch zu machen. Bin ich jetzt blöd oder so? Ja, ich weiß, aber... Ich suche jetzt ernsthaft. Ah, das Ding ist... runtergefallen. Path of irgendein Scheiß. Halt! Hab ihn. Ach du grauser Gott. Wo stellen die sich denn vor, dass man da hinkommt? Ganz ehrlich, sorry Leute, also. Das ist jetzt schon ein wenig... Da muss man das erstmal hinkommen. Da drauf kommen, dass man das so macht. Wow. Na ja, gut. Das war nichts. Da hat er ihn geladen, den Safe State. Und er hat einen neuen gesetzt und ihn geladen. Nein. Oh, nicht einmal das kriege ich hin. Ah, oh, wir sind Münzen. Ja, stimmt, dieser Path. Na ja, gut. Nein. So. Ah, oben bleiben. Nein, das ist nix. Nee. Ja, das ist schon mal gar nix. Okay.
Ich hab's doch kapiert. Genau das wollte ich machen. Ach, noch mehr. Ach, komm halt. Ja, oben bleiben. Das gibt dich sonst da nach. Oh, sonst kriegst du da Watschen oder so. Das haben wir schon geklärt. No. Ja, jetzt hoffentlich habe ich noch den Look. Habe ich. Oh, so. Sternhammer, jetzt wissen wir, was noch kommt. Und da ich weiß, was kommt, so ungefähr Flying in the Sunset, kann ich gleich einmal ein wenig reden. Weil mich würde mal eure Meinung interessieren zu einem ganz speziellen Thema. Und zwar Lichterketten. Weihnachten. Beleuchtungen. Weihnachtsbeleuchtungen. Jetzt mal kurz was raus geschafft. Weil ich erzähle euch mal, wie es mir so geht. Also. Augenblick. Nee, nix Augenblick, Gott sei Dank. Also wie es mir dabei geht. Ich freue mich immer tierisch auf Weihnachten, weil immer alles schön beleuchtet ist und ab und zu ist auch Schnee. Also ich finde Weihnachten einfach schön. Deshalb. Wenn man einen Christbaum schön schmückt, auch das ist schön. Oder manche sagen ja Weihnachtsbaum, weil Weihnachtsbaum ja. Naja. In Deutschland ist es eigentlich der Christbaum. So habe ich es gelernt. Weil. Ist halt so. Wobei, vielleicht sollte ich erst Flug-Happy, also das mit dem Flugzeug machen. Ich mache erst das Flugscheiß. Ich fliege erst. Auf jeden Fall. Ich finde es halt immer schön und ich mag die ich mag generell einfach Beleuchtungen. So schöne Beleuchtungen, was schön indirekt ist oder generell einfach schön aussieht, mag ich. Da sind halt besonders die verschiedensten Arten von Lichterketten dabei oder Außenbeleuchtungen diverse. Ich mag Licht. Ganz einfach. Jetzt ist es so. Wie seht ihr? Das mögt ihr auch nicht. Ich meine, ich werde jetzt das erste Mal, ich bin jetzt in der eigenen Wohnung und ja, ich zahle jetzt auch meinen Strom endlich selbst. Das heißt, ich kann jetzt beleuchten, was ich will. Und ich habe mir für dieses Jahr schon einige Lichterketten fürs Fenster gekauft. Allerdings fehlen jetzt noch ein paar so Lichter, die ich in die Mitte vom Fenster hänge, wie Sterne oder so. Und ich möchte unbedingt für außen und innen noch hier ein paar Lichterketten haben. Auch auf meiner Terrasse außen und innen dann noch ein bisschen. Also ich möchte da unbedingt was haben. Noch mehr. Noch mehr. Ich kann nicht genug haben, ja? Wo ist denn jetzt die Kanone? Da oben kann es ja nicht gewesen. Doch, nee. Da oben. Da oben ist die Kanone. Eine Kanone. Ah. Und da, das finde ich einfach immer toll. Und ich muss sagen, ich mag es sogar noch lieber, wenn es am Stromnetz angeschlossen ist, anstelle mit Batterien. Beziehungsweise wenn ich die Möglichkeit habe, beides zu tun. Einfach aus Gründen. Ja, aus Gründen. Und dann hätte ich noch ganz gern, dass es nicht ganz teuer ist. Ja, das ist so, also auch wieder ein Problem. Weil generell ist so ein Zeug, wenn es gut ist, nicht gerade das allergünstigste. Allerdings gehe ich da wegen aufs Ganze. Ich werde da so generell ein bisschen. Da gibt es so eine ganz tolle Marke, ich weiß nicht, ob ich die sagen sollte, aber. Da gibt es so eine ganz tolle Marke, da sind die Lichterketten sogar austauschbar. Die sind wie früher auch für die Fenster halt auch eben austauschbar, diese LEDs. Und nicht nur, dass sie austauschbar sind, sie sehen aus wie die von früher. Da hat man so einen Lichterstrang gehabt mit lauter kleinen Lichtern, die man auch austauschen konnte. Und so sind auch die LEDs. Ich habe echt ein Problem jetzt gerade. Ach, da hinten. Und. Naja, gut. Und die kaufe ich für die Fenster.
Und für den Rest allerdings kaufe ich mir die etwas günstigeren. Da gibt es so einen ganz tollen Baumarkt. Das ist so die Rewe-Tum-Kette, würde ich jetzt mal nennen. Und da ist, das kann ich glaube ich sogar ohne Probleme sagen. Wobei das eine ist Konsumide. Und das andere, also das sind die teuren, wo ich für die Fenster, die möchte ich ja wissen, möchte ich, dass die ewig lang halten. Ne? Und das andere ist Tum. Da gehe ich dann immer in einen Tum, ich gehe jetzt einfach in einen Tum und besorge mir von ihrer Eigenmarke, die haben das so richtig, richtig wahnsinnig viel, und kaufe mir von ihrer Eigenmarke auch ein einiges, weil ihre Eigenmarke ist, das ist Wahnsinn. Die haben so verdammt viel. Und ich meine, es ist trotzdem kein allzu schlechtes Zeug, und ich meine, das kriegst du Zeug dann trotzdem für ein bisschen günstiger, was du sonst bei Kunstmiede oder so halt auch wieder schmarrig Geld auswirfst da zum Fenster. Also, ich möchte nicht einmal sagen, dass es so überragend toll ist, wenn man es günstig kauft. Das ist es nicht, aber ich bin der Meinung, schon allein deshalb, weil es so viel gibt von Tum und Tum ja von Haus aus nicht einmal... Also, ich würde mal sagen, man kann das Zeug kaufen. Ich probiere es aus und ich... Ich hab ein wenig im Kopf, dass das geht, also deswegen werde ich mir da einfach einige kaufen. Vielleicht dazu sogar für Au. Ne, eigentlich nicht. Ich will alles Strom. Ich habe auch aus einer Steckdose. Ich will alles mit Strom machen. Jo! Jetzt muss ich echt gucken, wo ich noch nicht war. Ah, das ist... Ah, Scheißdreck. Das war jetzt nix. Ah. Himmeldonnerwetter, habe ich ein verdammtes Schweineglück. Kommt da schon nicht mehr hoch. Schade. Also werde ich mich jetzt mal ganz kurz hin. Also ich mag es halt gern beleuchtet. Und ich finde es mir schön. Es muss aber auch, darf auch nicht zu viel sein. Es soll halt einfach schön sein überall wegen was. Aber nicht zu viel. Dass man sagt, es leuchtet wirklich jetzt alles nur noch. Man hat jetzt an jedem, in jedem Quadratzentimeter ein Lichtlein. Irgend so LED-Licht. Das braucht man nicht machen. Das ist dann immer schön. Und ich mag, was ich auch gerne mag, ist, wenn ich keine Zimmerbeleuchtung brauche, einfach nur, weil immer irgendwelche LED-Leuchten leuchten. Weil irgendwo irgendwelche Lichterketten oder an sind oder irgendwas, was halt schön Licht macht. Und ich mache mir auch keine Gedanken um Strom. Klar, wird es ein bisschen Strom kosten, aber hey Leute, das gönne ich mir. Ich liebe das und das gönne ich mir. Und vor allem, früher war das viel schlimmer im Vergleich zu heute. Mittlerweile ist alles LED und so LED braucht echt wenig Strom mittlerweile. Ich habe da keinen Schiss vor. Deswegen muss ich gucken, wo der Scheiß war. Das ist ein Stern jetzt gewesen. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wow, das war jetzt ehrlich gesagt knapp. Und auch nicht mein Plan. Ah, nein, lass mich in Ruhe. Ah. Na gut. Nee, also, es sollte alles passen. Notfalls muss ich halt doch aber hinterher tun. Und ich möchte aber auch was kaufen, was ich dann tatsächlich unterm Jahr auch dort lassen kann. Ich möchte nämlich ab sofort auch unter mir hier und da Kleinigkeit. Nicht überall was, aber auch in der Wohnung nicht viel, vielleicht ein, zwei Sachen. Und auf jeden Fall außen. Außen möchte ich was. Dass auch immer außen irgendwas bräuchte. Ja, das war jetzt doch alles. Jetzt mache ich halt doch mal schnell die 100 Münzen, weil sie noch ausstehen. Derweil kann ich ja labern. Ich habe ja keinen Stand zu machen, nichts zu reden und so. Also, ja,
Das ist so meine Meinung. Und ich muss sagen, was ich vom Tomb dann auch wieder toll finde, weil sie hier eben so viel haben, haben sie auch dieses Netz, die haben das... Deswegen meine ich auch, dass es nicht so schlecht sein kann, schon allein... Also, so von vornherein sage ich, das kann schon gar nicht so schlecht sein, weil die versuchen, alles so zu machen, dass du die Lichterketten untereinander kombinieren kannst mit ein und demselben Netzteil. Es hat alles Vor- und Nachteile. Ich möchte jetzt nicht einmal sagen, dass das schlecht ist, dass das sehr gut ist, aber es hat auch gewisse Vorteile, und wenn sich Tom dann so ins Zeug legt, schätze ich, weil ich muss es ausprobieren, dass es nicht immer so toll ist. Aber gut. Man hofft halt dann einfach immer, ne? Nee. 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 Okay, das ist runtergefallen. Ja, das war bei Bordeaux damals nicht so. Da musste man einen und denselben Stern quasi mehrmals ablaufen, um alle Sterne zu machen. Um auch einen anderen Stern zu sammeln. Aber ja, also... Und ab letztes Jahr zu dieser Zeit, was haben wir denn jetzt, haben wir 14. Oktober, da waren die Läden alle schon, na, eine Woche später war es, und da war eigentlich alles schon ausverkauft. Da war zwar alles dekoriert, aber die Regale waren leer. Jetzt war ich vor 2 Tagen mal in den Läden und da war das ein bisschen anders. Ja. Das heißt, in den Läden, ich war im Tube. Ich wollte, habe mich nicht in Hagebau getraut, weil da ist so ein komischer, schwuler 40-Jähriger. Auf den habe ich echt keine Lust. Nee, einfach nur aus dem Grund, weil der macht sich immer an junge Männer ran. So sieht es zumindest aus. Oder so wirkt es. Also, es ist eindeutig. Es ist... Ich weiß nicht, was ich so sagen soll. Und das mag ich so echt nicht. Deswegen gehe ich nicht in einen anderen Baumarkt und lasse das gehen und gehe einfach nach Tomb. Meistens, wenn es nicht anders geht, nehme ich meine Freundin oder meine Oma mit. Und da geht es. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, toll. Auf jeden Fall ist das so mein... Art und Weise. Ich meine, ich bin generell jemand, der gern mit Lichterketten, generell auch mit Strom ein wenig so rumtuftelt. Wobei eher Lichter, nicht Strom. Wobei Strom eigentlich alles. Ich werke auch ein wenig so an der Elektroinstallation rum. Nein, darfst du nicht machen, das ist gefährlich. Ach, weiß ich selber. Klar habe ich keine volle Ausbildung für, aber... Ich habe einen Verstand, möchte ich mal behaupten, und ein Gehirn, das lernen kann. Und ich lerne, auch wenn ich leider Gottes keine Ausbildung mache, in der ich lerne, sondern es so lerne, durch was anderes wie Internet gibt es ja nicht. Oder halt durch vorhandene Installationen. Ich bin auch jemand, der immer nicht aufgibt. Ich suche immer, bis ich irgendwas gefunden habe. Also, ich bin keiner, der hergeht und sagt, ja, das ist so, so geht's, also mache ich so. Nein, ich gehe her und schaue mir alle Varianten an, die möglich sind, und suche mir die beste Variante raus. Ich gehe wirklich alles durch, bis ich gefunden habe, ey, bis ich gefunden habe, was das Beste ist und warum es das Beste ist. Ich will ja auch rausfinden, warum alles in der Welt ausgerechnet das Beste ist. Wenn ich mir schon die Arbeit mache und was raussuche. Aber, naja, gut. So kommt's, dass ich jetzt schon eigentlich keinen Elektriker mehr brauche hier. Dann mache ich alles selber. Ist jetzt eine große Geschichte eigentlich. Nee, ich will nur ein paar Münzen haben. Und dann tüftle ich auch einmal mit Niederstrom. Na, warte, was wollte ich jetzt wieder sagen? Ja. Nee, also auf jeden Fall mit geringeren Strömen, mit geringerer Spannung. Beides, nicht nur eins, wenn das jetzt irgendein
Elektromeister jetzt herkommt und sagt, ey, du, das ist nicht so, das ist nicht so. Ja, ich finde immer die richtigen Worte nie dann, wenn ich sie brauche. Weil dann, wenn man sie brauchen würde, wäre es ja langweilig, wenn man sie hätte. So. Da sind noch Müllmünzen, ja. Ich habe meinen 80 Münzstern, der will ich gar nicht, dass es überhaupt geht. Mach halt mal, du Mistding. Also gut, yes. You have collected 80 Coins. Ja, das ist mir egal. Eigentlich nicht, aber ich sterbe jetzt. Ja gut, dann habe ich mein Zeug hier. Ja, ich freue mich, ich mag dich da. Und dann fehlen mir überall Steckdosen, dann hätte ich überall Ideen, dass ich Steckdose machen kann. Habe ich keine Lust, eine Steckdose zu machen, weil dann müsste man jetzt, wo es frisch gemacht ist, alles wieder aufmachen und und dann versuche ich, Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen so zu verlegen, dass es mir passt. Allerdings, wenn man in einem Raum gar keine Steckdose hat, dann ist es ein bisschen schissen. Man braucht wenigstens seine Steckdose im Raum und ich habe im Flur keine, wo ich allerdings eine Steckdose gerne hätte. Und da muss ich mir echt was überlegen. Also gut, jetzt haben wir das. Da fehlt einer, den kann ich jetzt nicht machen, weil ich eine Kappe brauche. Ne. Okay, habe ich toll gemacht. Jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir mal in diesen Kurs. Und zwar das nächste Mal. Ne, wir gehen noch rein. A narrow passage in the canyon. Ochi Dungeon. Donis Canyon. Ich habe keine Ahnung. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns das nächste Mal. Genau. Hier wieder. Bis dahin wünsche ich eine angenehme Zeit. Viel Spaß und schreibt mir echt mal in die Kommentare. Mich würde es interessieren, was denn so andere ihre Meinungen sind. Zu Weihnachten, Lichtern und was ich. Wie fühlt ihr euch? Oder mögt ihr das überhaupt kein Licht? Oder mögt ihr das nur, wenn die Deckenleuchte ein ist und den ganzen Raum von einem Punkt beleuchtet, was echt ausschaut wie Industrie? Das ist ekelhaft. Oder, ja, meine Meinung. Wie ist es euch? Sagt mal Bescheid. Ciao, ciao.